Im Dörfli ist eine Sensation geschehen. Während eines Gottesdienstes betritt der Öhi mit Heidi die Kirche, die er jahrelang gemieden hat. Die Aufregung ist groß, aber die Stimmung im Dörfli ändert sich. Der Pfarrer und der Alpöhi sprechen sich aus. Der Öhi wird vom Dorf neugierig, aber auch respektvoll wieder angenommen. Heidi hat noch mehr Grund zum Fröhlichsein. Clara kündigt in einem Brief an, dass sie ihre Freundin in den Bergen besuchen will. Ist das der Brief? Ja, der von Clara. Liebe Heidi, seit du nicht mehr da bist, ist es nur noch langweilig. Ich habe den Papa so lange gebeten, bis er ja gesagt hat, dass ich zur Kur nach Bad Ragaz komme. Und das ist doch ganz in deiner Nähe. Auch die Großmama will mitkommen. Und dann werden wir dich auf der Alp besuchen. Du hast mir ja alles erzählt, wie es bei euch ist. Aber ich bin trotzdem neugierig. Ich zähle schon die Tage bis zur Abreise. Bis bald, deine Freundin Clara. Der Großvater hat gesagt, die Luft ist hier so gesund. Vielleicht hilft es auch der Clara, dass sie wieder gehen kann. Du bist eine gute Freundin für die Clara. Und das ist das Allerwichtigste. Ach, das ist doch bloß der Alpöhi. Tag, Alpöhi. Tag. Tag, Sebastian. Grüß dich, Öhi. Kannst du mir mal die Kerben hier rausschleifen? Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Aber das, das kannst du doch selber machen. Ja, gut, gern. Ja, Geißenpeter. Ja. Macht Spaß? Hoffentlich gefällt's dir diesmal. Ja, hast du's denn nicht schon zweimal geändert? Wenn sie doch nicht recht war. Aber Großmutter, es ist doch wunderschön. Die Barbel kann ganz nett sein. Neulich hat sie dem Peter drei große Äpfel geschenkt. Und an der Joppe vom Bauern wäre auch noch was zu ändern. Ach, grüß Gott, Öhi. Grüß euch. Ja, Jack, grüß Gott, Öhi. Wollte sie mir schon wieder wegholen? Es wird Zeit, Großmutter. Morgen komme ich wieder. Ja. Ja, komm, Heidi. Mein Kind. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, Peter, bist du schon wieder da? Heidi, dein Brief aus Frankfurt. Dankeschön.
Und vor allem denke daran, warme Kleidung. Das Klima dort oben ist rau. Und ehe man sich versieht, ist man erkältet. Ja, Fräulein Rottenmeier. Wo ist übrigens Tinette? Du darfst das nicht alleine machen. Du wirst dich noch überanstrengen. Tinette! Und die Bücher, die Heidi nicht gelesen hat, muss ich auch mitnehmen. Sebastian! Gnädiges Fräulein. Wo bleibt Tinette? Immer wenn man sie braucht, ist sie nicht da. Pardon. Gnädiges Fräulein, einen Augenblick, bitte. Bitte. So. Danke, Sebastian. Sehr. Bitteschön. Die kommt in den großen Koffer. Ich werde sie Heidi schenken. Dein Vater hat sie dir zum 10. Geburtstag geschenkt und sehr viel Geld dafür ausgegeben. Nun, wir werden ja sehen. Tinette, wo bleiben Sie denn? Tinette, wo bleiben Sie denn? Ja, bitte? Ich hatte gehofft, Sie würden längst mit den Packen fertig sein. Stattdessen muss man Sie im ganzen Haus suchen. Und ich habe einen Koffer gesucht. Wie soll man sonst alles unterbringen? Es ist ja gar nicht alles für mich. Heidi soll das Blaue, das kurze Grüne und den Mantel da bekommen. Heidi, und dafür das alles? Tinette! Ist doch wahr. Wir werden mitnehmen, was du brauchst. Papa sagt, ich darf mitnehmen, was mir Spaß macht. Da ich im Augenblick nicht mehr benötigt werde... Ja, danke, Sebastian. Dein Papa und ich wollen dein Bestes. Wir werden also sorgfältig prüfen. Gnädiger Herr, ich hätte in diesem Augenblick mit den Vorbereitungen für den heutigen Abend begonnen. Da aber der Herr Doktor erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt zu erwarten ist... Ich weiß, Sebastian, aber manchmal macht es mir Spaß, selbst etwas zu tun. Hier im Haus, meine ich. Für Sie bleibt ja noch immer genug. Soll ich etwas zu essen vorbereiten lassen? Ich habe keinen Hunger. Vorläufig jedenfalls nicht. Verzeihen Sie, ich dachte hierbei mehr an Herrn Dr. Klaassen. Er sieht in letzter Zeit, wenn ich mir diese persönliche Bemerkung erlauben darf, gar nicht gut aus. Seit dem Tode seiner Tochter... Sebastian, Sie wissen, der Doktor mag nicht, dass darüber gesprochen wird. Verzeihen Sie. Sebastian. Gnädiger Herr. Lassen Sie etwas richten. Sehr wohl. Bitte. Soll ich die Lampe löschen? Nein, bitte nicht. Sonst noch irgendwas? Nein, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Schachmatt. Sie sollten sich vielleicht einen anderen Partner suchen. Ein bisschen leicht machen Sie es mir allerdings in letzter Zeit. Beim Schach. Doktor, wir kennen uns nun schon so lange. Ja? Sie können so nicht weitermachen. Seit dem Unglück mit Ihrer Tochter... Damit muss ich fertig werden. Doktor, sehen Sie mal. Was soll ich sehen? Wenn ich nach Hause komme, sehe ich ein leeres Haus. Ja, bitte.
Gnädiger Herr. Ja? Fräulein Clara, als ich eben noch mal reinsah, um die kleine Lampe zu löschen. Reden Sie nicht so umständlich, was ist? Ihr Gesicht. Wenn der Herr Doktor vielleicht... Bitte, Frau Rottenmeier, lassen Sie uns allein. Kommen Sie, lassen Sie mich bitte mal, ja? Erhöhte Temperatur, aber die kriegen wir schon wieder runter, was, Clara? Ich bin aber nicht krank. Nein, nein, natürlich nicht. Dein Kopf ist nur ein bisschen heiß, aber mit ein paar Wickeln kriegen wir das wieder weg. Das wird schon wieder gut. Fräulein Rottenmeier, ja, machen Sie bitte Wickel fertig. Bringen Sie kaltes Wasser. Ich bleibe vorläufig im Haus. Gut, Herr Doktor. Ich hatte gerade in den letzten Tagen das Gefühl, dass sich Clara wesentlich besser fühlt. Wegen des augenblicklichen Fiebers besteht auch kein Grund zur Beunruhigung. Die Vorbereitungen zur Reise und die Aufregung, das sind die Ursachen. Sie war so glücklich. Mein lieber Sesemann, bitte setzen Sie sich mal hin und hören Sie mir zu. Klaras Gesundheitszustand war in letzter Zeit nie so, dass ich einer solch weiten Reise mit den damit verbundenen Anstrengungen ruhigen Gewissens hätte zustimmen können. Aber Clara ging es doch besser. Ich habe geglaubt, die Aussicht auf die Reise... Sie haben geglaubt. Haben Sie es wirklich geglaubt? Warum haben Sie mich dann dreimal am Tag kommen lassen? Ich weiß. Aber ich habe Claras Freude gesehen. Wie sie aufblühte, wenn sie von Heidi sprach. Von der Alp, von der Reise. Verstehen Sie mich denn nicht? Natürlich verstehe ich Sie. Aber Sie machen es mir wirklich nicht leicht. Ich wünschte, Ihre Mutter wäre jetzt hier. Bei ihr wird alles gleich viel einfacher und klarer. Aber was kann ich denn jetzt tun? Ich habe Clara diese Reise fest versprochen. Sie hat sich Tag und Nacht darauf gefreut. Und sogar schon die Koffer packen lassen. Sesemann! Ich sehe ein, ich habe einen Fehler gemacht. Genügt Ihnen das jetzt? Wie lange kennen wir uns eigentlich? Ich kann doch dem Kind, das sich Tag und Nacht auf diese Reise gefreut hat. Und Sie wissen, wie Clara an Heidi hängt. Ich kann es ihr nicht sagen. Clara hat seit Jahren keinen so schlimmen Sommer gehabt wie diesen. Und das wissen Sie auch. Sie müssen es ihr sagen. Ich hatte gehofft... Sesemann, lassen Sie uns von Fakten reden. Diese Reise kann für das Kind Folgen haben, die ich nicht verantworten kann. Und wenn man die Reise in Etappen macht? Wir haben jetzt September. Gut, es mag dort oben auf der Alp noch ein paar schöne Tage geben. Aber der Weg von Bad Ragaz dort hinauf dauert mehrere Stunden. Clara muss mit der Kutsche fahren und dann muss sie getragen werden. Ist unmöglich. Steht es so schlimm? Es ist eine leise Hoffnung, aber nur bei äußerster Schonung und sorgfältigster Behandlung. Mhm.
Tinette? Schlaf jetzt. Wir haben vergessen, das Buch mit den Schmetterlingen einzupacken. Du sollst jetzt schlafen. Aber Heidi ist sonst traurig. Sie mag es so gern. Ja, ist gut. Doktor, besteht überhaupt noch Hoffnung, dass ich Ihr Zustand bessern kann? Wenig. Ich weiß, ich halte Sie auf. Es ist schon spät. Sie müssen gehen. Sie denken an sich, aber Sie haben ein Kind, das Sie braucht, das an Ihnen hängt, das sich jedes Mal freut, wenn Sie wieder nach Hause kommen. Sie sehen nur Ihr Unglück. Sie haben recht. Entschuldigen Sie. Wofür? Ich sehe morgen früh nach Clara. Danke. Doktor, mir kommt ein Gedanke. Sie machen die Reise in die Schweiz. Sehen Sie, Mann, ich habe Ihnen doch erklärt, Clara kann ich fahren. Auch wenn ich Sie begleiten würde. Sie sollen allein fahren. Wer ist denn geeigneter als Sie, festzustellen, ob ihr eine Kur in Bad Ragaz überhaupt helfen kann? Ich kann doch nicht so einfach. Ihnen wird es auch gut tun. Ja, vielleicht. Bad Ragaz hat mich immer schon mal gereizt. Und ich müsste mir einfach die Zeit nehmen. Und wenn Sie mir das schon zu raten. Erst sehe ich mir morgen früh Clara an. Gut. Also bis morgen. Wiedersehen, bis morgen. Wiedersehen. So. Dieses Bein. Tinette, öffnen Sie bitte die Vorhänge. Das da. Aber doch nicht das Fenster, Tinette. Das Kind hat Fieber. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, mein Kind, wie fühlst du dich? Gut. Ja, vielleicht kannst du morgen oder übermorgen schon wieder aus dem Bett. Ein bisschen frische Luft würde auch nicht schaden. Tinette, mach doch bitte mal das Fenster auf. Werde ich noch gebraucht? Nein, danke. Ich habe die Wickel dreimal erneuern lassen. Es geht dir auch schon viel besser, ich war klar. Danke. Bitte? Vielen Dank, Frau Nordenmeier. Oh. Hat Tinette dir frisches Wasser gebracht? Ja, Papa. Weißt du, Clara, ich habe mich genauso wie du auf diese Reise gefreut. Aber wir fahren doch. Wir möchten ja beide, dein Vater und ich, dass du deine Freundin wiedersiehst. Im Frühjahr vielleicht. Warum nicht jetzt? Sie haben doch selbst gesagt, dass ich kein Fieber mehr habe. Naja, jetzt bist du noch ein bisschen zu schwach. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich fahre nach Bad Ragaz, dann sehe ich mir es an. Ja, und ich bin sicher, ich werde dann feststellen, dass, wenn du im Frühjahr stark genug bist, deine erste große Reise machst in die Schweiz. Aber Heidi wartet doch schon so sehr auf mich. Ich werde Heidi besuchen. Aber die Puppe und die Bücher und die Kleider und alles, was ich hier mitbringen wollte. Das kann der Doktor doch mitnehmen. Ja, natürlich. Aber Sie gehen bestimmt zu Heidi. Das verspreche ich dir. Nicht wahr, Doktor? Sie gehen hin und wenn Sie zurückkommen, erzählen Sie mir alles. Wie es dort aussieht und was die Heidi macht und der Großvater und der Peter mit den Geißen. Machen Sie das? Kannst dich darauf verlassen. Und für die Großmutter gebe ich Ihnen auch noch was mit. Wollen Sie das machen?
Wirklich? Wirklich. Dann nehme ich auch so viel Leber dran, wie Sie nur wollen. Ja, dann muss ich ja fahren. Na, sehen Sie. Ja, ja, und wann soll ich fahren? Hast du das auch so bestimmt? Am besten gleich morgen früh. Gut. Ah, danke, Sebastian. Herr Doktor. Ja, bitte? Wenn der Doktor so freundlich sein würden, ja, und vielleicht dem kleinen Mamsellchen auch einen Gruß von Sebastian bestellen würden. Ach, Sie da, Sebastian, Sie wissen also auch schon von meinen Reiseplänen. Ich bin, jetzt fällt es mir wieder ein, ich kam ganz zufällig an eine offene Tür vorbei und da hörte ich den Namen des kleinen Mamsellchens. Ich verstehe. Ja, und wie das so ist, man hängt. Ich meine, man hängt dann so einen Gedanken an. Ja, ja, und je mehr Gedanken so einer aneinander hängt, desto mehr weiß er. Ja, Gruß wird bestellt. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. Füllen Sie sie mit dem ganz frischen, weichen Kuchen, wie wir ihn immer zum Kaffee haben. Der ist für die Großmutter. Ja, ja, schön gut. Ja? Ist die groß genug? Da wird der Peter aufwachen. Danke, Emmy. Schau mal, da wird sie bestimmt nicht mehr frieren. Wer? Die Großmutter. Och, das ist aber auch ein ganz besonders schöner Schal. Die ist für die Heidi. Du wirst ja schon wieder ganz munter. Das macht der Kräutertee von heute Morgen. Ja, sicher. Heidi hat auch immer von Kräutern gesprochen. Clara, ich muss unbedingt darauf achten, dass du deine Bettruhe nach dem Mittagessen einhältst. Der Doktor fährt außerdem erst in 2 Stunden. Sebastian! So. Ich weiß. Ja. Ja. Und nichts vergessen! Keine Sorge! Und vergiss du den Lebertran nicht! Nein, nein! Also dann, gute Reise. Danke, danke, danke. Können wir, Herr Doktor? Ja, bitte. Ja. Wiedersehen. Geschlafen? Ich bin zu spät aufgewacht. Wieso? Immer wollte ich mal früher aufstehen als du. Warum denn? Um dich mal zu überraschen. Na, geh dich mal waschen, ja? Dann kommst du zum Frühstück. Ja, du kommst später mal. Das ging aber schnell. Wieder mal Katzenwäsche gemacht, wie? Aber Großvater, ich habe mich doch ganz sauber gewaschen. Ja. Großvater? Hm? Wann glaubst du, wird Clara hier sein? Tja. Und was ragaz bis hierher? Oh, das kann Mittag werden. Aber bis dahin bin ich längst wieder da.
Wo gehst du denn hin? Ich gehe jetzt Wurzeln suchen. Guten Morgen, Peter. Hallo. Du? Warum denn nicht? Denn der Öhi nicht da? Er ist Wurzeln suchen. Du könntest mit mir wieder mal auf die Alp kommen. Nein, das könnte ich nicht. Die aus Frankfurt können jeden Augenblick kommen. Und da muss ich da sein. Das hast du schon oft im Markt gesagt, aber niemand ist gekommen. Aber sie werden kommen. Und da muss ich da sein. Oder meinst du, wenn die aus Frankfurt kommen, müsste ich nicht da sein? Die können ja zum Öhi gehen. Aber du siehst doch, dass er nicht da ist. Ich habe dir etwas zum Essen hergerichtet. Hier. Aber ich habe doch schon was. Aber du isst doch sonst immer meine Portionen. Das brauche ich nicht. Ich habe genug. Hey, vergiss unsere Geißen nicht. Herr Geißengeneral, ohne Heidi? Sie will nicht mitkommen. Sie wartet auf Frankfurt. Meinst du auf die Leute aus Frankfurt? Hm? Bist du auch gespannt auf den Tag? Nein, bin ich nicht. Ja. Möchtest du die Heidi lieber für dich allein haben, was? Frankfurt mag ich nicht. Ja, Frankfurt magst du nicht. Nein. Du bist es, Großvater. Ja, muss nicht enttäuscht sein, die werden bestimmt noch kommen. Oh, das hast du aber sehr gut gemacht. Das hätte ich nicht besser machen können. Jetzt mache ich dann noch die Hütte sauber. Ja, da helfe ich dir. Nein, danke, das mache ich alles alleine. So, von hier müssen Sie laufen. Ja, hallo, vielen Dank. Hat ja ganz prima geklappt, aber jetzt müssen wir trotzdem noch sagen, wo die Heidi und der Öhi wohnen. Ja, das ist noch ein ganz schönes Stück. Da hoch. Oh, ja, also trotzdem, vielen Dank. Was macht ihr denn da? Grüß Gott. Grüß Gott. Wir wollen das Gepäck der Leute aus der Stadt zum Öhi hinaufbringen. Ist aber nett von euch. Es hat geheißen, es kämen mehr Leute aus der Stadt. Ja, du siehst, ich bin nur einer, leider. Aber trotzdem darfst du mir helfen. Da, also marsch. Ich bin der Stärkste. Sag, bleib drin, der gehört mir. Hier. Ja, also gut, du. Da sieht man, wie der Peter lügen kann. Er hat gesagt, es kommen mindestens 4. Was machst du denn da? Ich schaue, ob wir alle genug Platz haben. Oh, wenn es gar nicht reicht, ich kann ja immer noch auf dem Hocker Platz nehmen. Aber was ist, wenn die Milch nicht reicht? Mach dir da keine Sorgen. Und die Schüssel? Wenn Fräulein Rottenmeier dabei wäre? Was wäre denn dann so komisch? Wenn sie aus so einer Schüssel Milch trinken müsste? Fräulein Rottenmeier magst du wohl nicht, gell? Der Herr Doktor, der mich wieder hierher geschickt hat, weil ich immer das Wein runterschlucken musste. Der hat nie so böse geschaut wie Fräulein Rottenmeier. Ja? Oh. Vielleicht hat das nur so ausgesehen. Was machst du denn da? Das ist eine Enzianwurzel. Weißt du? Ich
schneide ich klein, dann kommt das da in die Flasche und dann kommt Alkohol drauf und das wird dann ein sehr gesunder Schnaps, aber nur für Erwachsene. Hätte ich nicht gedacht. Also was hättest du nicht gedacht? Dass die Leute aus der Stadt sich auskennen. Ach so, weil ich mit dem Stock auf den Boden schlage. Ja, weißt du, das ist wegen der Schlangen. Damit kann man sie vertreiben. Ja, manchmal lernt man solche Dinge auch auf der Universität. Halt, halt, halt nicht. Das ist doch viel zu schwer für dich. Ja, passt. Die Idee war großartig. Da kann die Clara sogar selbst im Rollstuhl rauf und runter fahren. Ja, besser nicht. Da werden wir schon helfen müssen. Hoffentlich kommen sie bald. Furchtbar schnaufen, weil sie nicht gewohnt sind, den Berg aufzugehen. Und dann kriegt der Sebastian oder der Johann oder wer die Clara trägt, einen großen Schluck Milch. Jeder, der Durst hat, kriegt auch was zu trinken. Und die Großmama von der Clara. Und vielleicht sogar ihr Papa, der Herr Sesemann. Und. Da müssen wir noch eine Bank bauen, damit die auch alle Platz haben. Oh, fein, Großvater. Jetzt gehe ich mal schauen, ob sie nicht kommen. Dann nimmst du wieder den kürzeren Weg. Ist das noch weit? Nein, nicht mehr weit. Grüß Gott, Herr Heidi. Grüß Gott, Herr Doktor. Und vielen, vielen Dank. Ja, wofür bedankst du dich denn schon? Weil ich wieder heimkommen durfte. Zu meinem Großvater. Ja. Ja, jetzt verstehe ich deine Sehnsucht nach den Bergen, Heidi. Komm, führ mich zu deinem Großvater. Du hast mir so viel von ihm erzählt, da bin ich neugierig, ihn kennenzulernen. Und wollen wir nicht auf Clara und auf die Großmama warten? Wo sind sie? Heidi, ich muss dir etwas erzählen. Ich bin nämlich allein hier. Clara war sehr krank und konnte deshalb nicht mitreisen. Ich habe alles versucht. Es tut mir sehr leid. Und ich habe mich so auf Sie gefreut. Heidi, wir müssen Geduld haben bis zum Frühling. Aber wenn es schön und wieder warm wird, dann kommt sie bestimmt und die Großmama auch. Eigentlich dauert es ja nicht lange, bis der Frühling kommt. Und dann kommen Sie bestimmt. Dann kommen Sie bestimmt. Eigentlich dauert es überhaupt nicht lange. Und dann können sie auch viel länger hier bleiben. Und das macht der Clara bestimmt mehr Spaß. Ja, Heidi, so ist es. Komm. So, und jetzt gehen wir zu deinem Großvater. Manchmal geht es so schnell, dass es zuerst schneit und dann taut. Und dann kommen schon die Blumen raus. Ja. Ah, herzlich willkommen bei uns hier oben. Danke. Das ist der Doktor. Ja, das ist der Großvater. Also, Heidi hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Ja. Er ist aber alleine hier, weil Clara zu krank für die Reise war. Oh, das war schade, nicht? So, kommen Sie rein, Sie werden Hunger und Durst haben. Ja, danke. Das war für Clara gedacht, damit sie alleine hier rauf und runter fahren kann. Das bauen wir im Frühling wieder auf. Das ist eine gute Idee. Das hat sie sich ausgedacht. Aha. So, Heidi, bringst du mal den Wein? Oh, ist das hier gemütlich.
Ja, und alles so schön vorbereitet. Zum Wohl. Wohl sein. Aber setzen Sie sich. Ja, danke, danke. Ich kümmere mich mal ums Essen. Sehr schön. Ich hab dir noch etwas aus Frankfurt mitgebracht, außer mir. Das wird dir bestimmt mehr Freude machen als so ein alter Doktor. Ernstel, bring mal den Koffer rein. Stell mal dahin. Ja. Oh, vielen Dank. Ja, und gegen 7 Uhr holst du mich hier ab. Ja, ja. Grüß Gott. So, grüß Gott, komm mal her. So. Jetzt mach mal auf, da ist das drin, was ich aus Frankfurt mitgebracht habe. Schau selber nach, welche Schätze du vorfindest. Und da läuft einem ja direkt das Wasser im Mund zusammen. Ja. Sagen Sie mal, was wird denn das? Das ist eine Spezialität von mir. Ist das für die Großmutter? Das ist für die Großmutter. Großvater, sieh doch. Oh, das ist aber schön. So, setz dich hin, wir können gleich essen. Sie zu, lassen Sie es schmecken. Also hier oben muss es ja schmecken. Also vorerst mal Prost. Ja. Prost. 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 Schade, dass ich den Geisenpeter nicht gesehen habe. Ja, die Kinder, die verstehen sich sehr gut. Ah, das ist der Ernste, der mich zurückbringt. Zum Ernste. Was, was regnet das? Ja. Heidi. Ja. Wollen Sie nicht mit zur Großmutter hineinkommen? Heidi, weißt du, das wird jetzt zu spät. Morgen oder übermorgen ganz bestimmt. Ernstel bringt mich jetzt in meinen Gasthof. Aber bestimmt, vielleicht können Sie machen, dass die Großmutter wieder sieht. Heidi, ich verspreche dir, dass ich mich um Sie kümmere. Danke, Herr Doktor. Und geh jetzt nur, ich komme gleich. Ich begleite nur den Doktor noch ein Stückchen. Komm, komm, Ernstel, komm. Fall nicht! Sie kann es nicht erwarten. Ist da niemand hier, der mir helfen kann? Niemand kümmert sich. Schönen Schal hat niemand im Dorf. Großmutter, die Kuchen. Freust du dich darüber? Aber gewiss doch, Heidi. Mhm. Das ist doch für gute Menschen. Alles aus in Frankfurt. Das ist bestimmt für euch gedacht. Das ist alles zum Essen. Nur für euch. Ist das meine Mutter? Ja, sie gehört dir. Aus Frankfurt. Guten Abend. Komm, Heidi. Wollt ihr nicht reinkommen? Andermal, es ist schon spät für Heidi. Lebt gesund. Lebt wohl. Wiedersehen. Und vielen Dank.
nicht. Das ist für später. Großvater, du hättest sehen sollen, wie sich der Peter über seine Wurst gefreut hat. Ganz große Augen hat er bekommen. Und seine Mutter wollte gar nicht glauben, dass die Wurst auch für sie ist. Ah, das war schon das richtige Geschenk für sie. Seitdem Peters Vater beim Holzfällen verunglückt ist, geht's ihnen nicht gut. Hast du ihnen deshalb geholfen, das Haus zu reparieren? Irgendjemand musste ihr helfen. Was hat denn die Großmutter zu ihren Geschenken gesagt? Der Kuchen hat ihr geschmeckt. Na, fein. Aber den Schal konnte sie nicht sehen. Ach so, ja. Trotzdem hat er ihr gefallen. Na, fein. So können Sie aber nicht auf die Alm, Herr Doktor. Da müssen Sie schon meine Felljacke anziehen. Ah, damit. Der Kleider wird sich hoffentlich halten. Na, hoffentlich. Die passt ja prima. Ja, du bist jetzt mein Bergführer. Nicht? Peter, komm mal her, mach deinen Brotbeutel auf. Ist das nicht ein bisschen viel? Da oben auf der Alm, da kriegt man Hunger. So. Heidi, komm. Pass gut auf die beiden auf. Schön. Peter, was ist das für ein Raubvogel? Das ist ein Adler. Und dort oben ist der Nest. Greift der auch an? Ja, hoffentlich. Habt ihr hier sowieso nichts zu suchen. Das sind unsere Berge. Sag mal, Heidi, der Peter, spricht der immer so viel? Manchmal schon, aber nur, wenn er lustig oder wütend ist. Aha. Hier oben könnte man gesund werden. Bestimmt wird Clara gesund. Ich freue mich so, dass sie gesund werden kann. Ja, Moment. Peter! Ich glaube, dein Peter ist eifersüchtig auf mich. Kommt jetzt endlich. Wir müssen essen. Ich habe noch keinen Hunger. Vielleicht später etwas frische Milch. Ach, pass doch auf. Der Doktor hat keinen Hunger. Er will nur eine Schale Milch. Und was willst du? Ich auch nicht. Und das, das kannst du alles haben. Brauch euer Essen nicht. Hab genug dabei. Dann gib mir bitte das Schüsselchen. Ich will melken. Das mache ich selber. Wirst du da bleiben? Hallo, Herr Doktor. Hallo. Bringe Ihnen Ihren Mantel. Es sieht so aus, als ob das Wetter sich ändert. Vielen Dank auch. Darf ich Sie dafür zu einer Schale Milch einladen? Ja, gern. Heidi, grüß dich, deine Jacke. Für Sie habe ich noch was mitgebracht. So, was denn? Eine Medizin. Oh. Ehrlich gesagt, die Medizin ist mir auch viel lieber. Tja, hier oben kann man eigentlich gar nicht alt werden. Wieso nicht? Naja, ich meine natürlich, hier oben kann man eigentlich nur sehr alt werden. Ja, wir haben ja hier oben alles, was wir brauchen. Vor allem eine gute, saubere Luft. Sammeln Sie das? Ja, das ist gut für einen Tee, wenn man keine Luft mehr kriegt, wenn hier oben alles zu ist. Wie heißt denn das? Sieht aus wie eine Distel. Wir sagen Eberwurz, aber man darf nicht zu viel davon nehmen. Das ist auch nicht gut. Den Meisterwurztee, den trinke ich zurzeit selber. Der heilt alles. Magen, Rheuma, Gicht. Zweifeln Sie ruhig, Herr Doktor. Probieren Sie es mal. Das mache ich auch. Wenn ich wiederkomme im Frühling. Es wäre eine große Freude für mich. Vor allem für das Kind. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ein wenig Furcht, in die Stadt zu gehen.
So, jetzt muss ich aber gehen. Also, ich habe mich wirklich sehr wohl bei Ihnen gefühlt und mich gut erholt. Nochmals meinen Dank für alles. Das nehmen Sie mal mit für unterwegs. Unsere Küche ist zwar einfach, aber dafür ist unser Wohnzimmer einmalig. Wenn es Ihnen gefallen hat, Sie sind jederzeit willkommen. Nochmals meinen herzlichsten Dank. Oh, Heidi, das ist aber sehr gut gemalt. Wiedersehen. Ich komme noch ein Stückchen mit. Na schön. Bitte nehmen Sie das für klar. Haben. Ja, gern. Oh, Heidi. Ja? Wenn ich dich doch mit nach Frankfurt nehmen könnte. Mir wäre schon lieber, Sie würden nochmals zu uns kommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm, geh jetzt. Herr Doktor? Ja? Wenn Sie wollen, komme ich mit nach Frankfurt. Nein, nein, Heidi. Du musst hier oben bleiben, du könntest sonst wieder krank werden. Aber wenn ich einmal krank wäre... Dann komme ich ganz bestimmt zu Ihnen. Danke dir, mein Kind. Herr Doktor, ich habe Sie fast so lieb wie den Großvater. Ja, so sieht es jetzt wohl in der Schweiz aus. Ja, bitte. Diese alten Hütten und der Schnee. Schön, was? Wenn ich nur dort sein könnte und schauen, wie es der Heidi geht. Ja. Denn du gehst nicht gerne ins Dörfli. Ich hab's versprochen, weißt du. Was man verspricht, das muss man auch halten. Sind die Menschen denn wirklich so böse? Überall gibt es gute und böse Menschen. Der Schmied zum Beispiel ist ein guter Mensch. Seine Zigarren sind zwar schlecht und stinken fürchterlich, aber er ist ein guter Mensch. Und ein guter Schweizer. Moment. Oh. Im Religionsunterricht wurde mal gefragt, wer der erste Mensch gewesen sei. Da hat er gesagt, der erste Mensch war Wilhelm Tell. Der Pfarrer sagte, hast du noch nie was von Adam gehört? Oh, Verzeihung, Donnerwetter, sagte der Schmied. An die Ausländer habe ich nicht gedacht. Er hat da doch noch eine 3 in der Religion bekommen, weil er ein guter Mensch ist. Das ist kein richtiger Dörfler, weißt du. Die Familie stammt aus dem Kanton Schwyz, da haben sie eine Metzgerei. Warum er ins Dörfli gekommen ist, weiß kein Mensch. Grüß euch, ey. Wie schön, dass ihr wieder hier seid. Schau mal, wer da kommt. Sebastian, der Öhi. Öhi. Schön, dich zu sehen. Heidi. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich hab gewusst, du wirst wieder zu uns ins Dorf zurückkehren. Du weißt ja immer alles. Komm, ich helf dir. Ey, grüß euch. Das freut uns wirklich. Freut mich. Grüß dich, Ey. Freue mich, dich mal wieder zu sehen. Ja, ganz meinerseits. Grüß dich, Heidi. Na, dann komm. Siehst du? Der Öhi hat doch Wort gehalten. Dort wohnt der Bäcker. Dann kann ich ja die Brötchen für die Großmutter kaufen. Mhm. Grüßt euch, Öhi. Ah. Schön, dass ihr wieder da seid. Da wohnt der Krämer. Wenn man bei seiner Frau was einkauft, muss man die Rechnung kontrollieren. Die stimmt nämlich nie. Heidi! Heidi! Ich komme bald zu euch in die Schule. Thank you.
bisschen Arbeit wirst du noch haben nach all den Jahren. Aber du weißt ja, wenn du eine starke Hand brauchst. Dann hole ich dich. Ich schlafe dann da oben. Nein, du schläfst unten, so wie immer. Keine Widerrede. Außerdem ist es da oben viel zu kalt für dich. Schau dir erst mal an, wie ich mir das vorgestellt habe. Na? Abgemacht. Du schläfst oben und ich unten. Na also. Und du, was habe ich denn da gemacht? Ist ja viel zu lang. Das ist mir noch nie passiert. Habe ich ganz übersehen. Muss ich erst mal zurechtsägen. Großvater? Ja? Du bist prima. Heidi? Du bist prima. Ist dir was passiert? Heidi? Mein Gott. Mein Gott. Verzeih mir. Vater, ist doch nichts passiert. Nur die Bretter sind umgefallen. Weiter nichts. Es tut mir leid, es war mein Fehler. Oh. Das war mein Fehler. Ich bin kein Zimmermann. Dadurch passieren ja alle Unfälle. Zimmermann? Was ist ein Zimmermann? Das ist ein Handwerker mit einem großen schwarzen Hut. Mit schwarzen Hosen, die unten ganz weit sind. Er zieht mit seinen Kameraden von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, um alle Holzarbeiten an den Häusern zu machen. Besonders die Dachbalken. Weißt du, wer das ist? Das ist Tobias, dein Vater. Tobias, einer der besten Zimmerleute, der Beste. Wir waren alle stolz auf ihn. Warum ist er gestorben? Einem anderen Zimmermann war ein großer Balken aus den Händen gerutscht und riss seinen Vater vom Dach in die Tiefe. Es war ein schrecklicher Unfall. Ja? Morgen. Herr Peter. Morgen. Grüß dich. Müssen wir schon in die Schule? Ich kann nicht in die Schule. Warum nicht? Ich habe meinen Schulranzen verloren. Wo denn? Wo? In der Scheune. Dann gehst du allein in die Schule, Heidi, und du suchst erst deinen Schulranzen. In der Scheune. Beeil dich, Peter. Er liegt im Holz. Ruhe jetzt! Der Peter ist natürlich wieder einmal nicht da. Grüß Gott. Aha. Grüß Gott, Heidi. Häng deine Jacke auf und setz dich hin zu Rösli.
hab ihn gefunden. Ah, dann marsch ab in die Schule. Ich sehe schon aus. Dann brauchst du nicht mehr hin. Sag ich ja auch immer. Es hat keinen Zweck. Man kann sich lernen. Hast du Hunger? Immer. Hast du Durst? Immer. Setz dich. Bist du heute hier? Ausnahmsweise. Und ab morgen vergisst du deine Ranzen nur an der Schule, verstanden? Abgemacht. Und was ist mit dir, Heidi? Warum machst du nicht mit? Ah, du bist wohl was Besonderes. Nein, ich bin nichts Besonderes. Warum buchstabierst du dann nicht mit? Weil ich es schon kann. Was kannst du schon? Das Lesen. Aha, das hast du wohl von den Ziegen gelernt. Nein, von der Großmama in Frankfurt. A, B, C, D, E, F, G, H. Das ist Buchstabieren, nicht Lesen. Aber lesen kann ich auch. So? Dann kannst du uns ja etwas vorlesen, oder? Komm mal vor. Geistige Anschauungen. Lesestücke zur Bildung des Verstandes. Ein Tor wollte ein Haus verkaufen. Er brach deswegen einen Stein aus der Mauer und zeigte ihn den Leuten zur Probe. Ein anderer wollte wissen, wie er aussehe, wenn er schliefe. Er setzte sich also vor den Spiegel und machte die Augen zu. Ein Tor begegnete einem anderen und sagte, du bist ja gestorben, wie ich gehört habe. Dieser antwortete, du siehst aber doch, dass ich lebe. Darauf erwiderte jener, der es mir gesagt hat, ist ein viel glaubwürdigerer Mann als du. Ruhe! Eine Stadtfrau beklagte sich auf... Es hört sich aber böse an. Ich bringe Ihnen morgen einen Salbeitee vom Großvater mit. Gut, Heidi. Setz dich wieder hin. Und ihr nehmt euch ein Beispiel. Wie ist es denn in Frankfurt? In Frankfurt ist die Schule furchtbar groß. Nicht so klein wie bei uns. Und du musstest da hinein in dieses große Haus? Aber nein. Von wem hast du das Lesen gelernt? Von der Großmama und von einem Lehrer, der zu uns ins Haus kam. Darf ich das nächste Mal neben dir sitzen? Komm, kommst du mit uns, Lecklen? Sie kommen im richtigen Augenblick. Ich muss mich mit jemandem aussprechen. So, was haben Sie auf dem Herzen? Wissen Sie, dass Heidi ein großes Beispiel gegeben hat? Und ich habe mich nicht gescheut, das der gesamten Klasse vor Augen zu halten. Was hat sie denn gemacht? Sie liest. Sie kann lesen. Und besser als alle anderen meiner Schüler. Und da habe ich gesagt, nehmt euch ein Beispiel. Das haben Sie gesagt? Ja. Da bin ich wieder. Schön war's. Vorgelesen habe ich. Ja, was denn? Lustige Geschichten. Morgen kommst du mit. Schule schwänzen gibt's nicht. Weglaufen gilt nicht. Das dürfen deine Geißen auch nicht, oder? Nein. Was tust du, wenn dir eine wegläuft? Nimmst den Stock. Aha, du nimmst den Stock. Das kann der Großvater auch. Tut er aber nicht. Na. Ich muss jetzt nach Hause. Darf ich mitgehen? Nein. Was für die Wurst? Bitte, ich habe so lange nicht die Großmutter gesehen. Schon zu spät, Heidi. Bis du zurückkommst, dann wäre es ja schon dunkel. Schade. Wiedersehen, Peter. Wiedersehen. Und grüß die Großmutter. Mhm.
4 und 4 sind 8 und 4 und 3 sind 7, also 8 Äpfel und 7 Äpfel sind 15 Äpfel. Und 3 Kartoffeln und 4 Kartoffeln sind 7. Ich denke, du schläfst schon. Was machst du denn da? Ich rechne noch. Kannst du auch rechnen? 2 und 2 ist 4, 4 und 4 ist 8. Sicher kann ich rechnen. Dann sagen wir, wie viel sind 8 und 7? 8 und 7 ist 14. Und 4? 18. Und 2? 20. Falsch. Wieso? 8 und 7 sind 15. Und 4 sind 19 und 1 sind 20. Ja, hab ich doch gesagt, ist zusammen 20. Au, au! Gott sei Dank sind wir hier. Au, au! Jetzt ist es aber schon sehr spät und der Peter ist immer noch nicht da. Es wird ihm doch nichts passiert sein. Was soll denn dem Peter passieren? Der kennt sich doch aus. Bei der Heidi wird er sein. Hoffen wir, dass du recht hast. Die Milch ist warm. Ich habe geträumt. Was denn? Vom Frühling. Frühling? Es ist doch Winter. Ich habe auch von der Clara geträumt. Sie kommt doch im Frühling. Ach so, deswegen. Schule! Lausbub. So, und nun alle zusammen. Winterzeit, kalte Zeit, aber Gott schenkt warmes Kleid. Dichten Schnee der kalten Erde, warmes Wollenkleid der Herde. Mir ist kalt. Siehst du, Großmutter, du bist also doch krank. Hier ist es nämlich gar nicht so kalt. Soll ich dir etwas vorlesen? Ach, wenn doch der Peter lesen könnte, dann wird mir der Winter nicht so lang. Peter, du musst das Lesen lernen, damit du der Großmutter vorlesen kannst. Ich habe keine Zeit, um Lesen zu lernen. Was machst du den ganzen Tag im Winter? Bittet, so wird euch gegeben werden. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der bittet, empfängt. Schon gehen. Ich will dir das Lesen lernen. Ich weiß auch ganz gut wie. Aber du musst es lernen. Dann kannst du der Großmutter immer etwas vorlesen, wenn ich nicht da bin. Das ist nichts. Dann werde ich dir schon sagen, was mal passiert, wenn du mir etwas lernen willst. Also, solange ihr euch hier rumstreitet, gehe ich noch in den Stall, ja? Muss dann noch sauber machen. Nein, Großvater, bitte, du musst mir helfen. Du wirst ihn schon überzeugen, hm? Wie ich dich kenne.
Du müsstest nach Frankfurt. Dort sind so viele Lehrer und ein Haus voller Kinder. Und wenn du dann dran bist und noch nicht lesen kannst und Fehler macht im Buchstabieren, ach, dann wirst du sehen. Sie werden dich alle auslachen. Auslachen, das will ich nicht. Also probieren wir es mal. Na gut, was ist das da? Ein Aff. A wie Affe. A wie Affe. Schau das nächste Bild an. B wie Bär. B wie Bär. B wie Bär. C wie... Das weiß ich selbst nicht. C wie Ziege? Nein, Peter, lass mal sehen. Ziege schreibt man mit Z und nicht mit C. Und außerdem kommt das Z erst am Ende dran. Ganz zum Schluss. Also, wie heißt es dir? Das weiß ich wirklich nicht. Aber macht nichts. Weiter. D wie Dromedar. Das ist doch ein Kamel. Nein, Kamele haben zwei Höcker. Das ist ein Dromedar, der hat nur einen Hocker. Also. So, E wie... Elefant. Bravo. Und jetzt weiter. F wie... Fuchs. Mhm. Und jetzt... Hier. G wie... Gams. H wie... Heidi. Na, hast du schon was gelernt? A wie Affe. B wie Bär. C wissen wir nicht. D wie Dromedar. E wie Elefant. F wie Fuchs, G wie Gams, H wie Heidi. Ha, H wie Hunger. Ja. Immer. Hat er ein Stück Wurst verdient? Nur so ein Stückchen. Nur ein Stückchen, ja. W wie? Wurst, das vergesse ich nicht mehr. So, groß genug? Klein genug? Ich kann's. Was? Das Lesen. Die Heidi hat gesagt, ich soll dir was vorlesen. Na schön, Peterle, dann. Lies mir vor. Rutsch mal, Großmutter. So. Seht die Vögel des Himmels an. Sie sahen nicht und ernten nicht. Und sammelten nicht in Scheunen. Woher kannst du denn auf einmal lesen? Ich hab schon gesagt, beim Lehrer geht's nicht. Aber die Heidi weiß wie. Nämlich A wie Affe, B wie Bär, C wissen wir immer noch nicht, D wie Dromedar, E wie Elefant, F wie Fuchs, G wie Gemse, H wie Heidi. Danke, Peterle. Es war schön. Also, Clara, der Peter kann jetzt richtig lesen. Er muss nur manchmal stottern, wenn ein langes Wort kommt. Dann muss ich immer so lachen, dass er nicht mehr weiterlesen kann. Gestern zum Beispiel sollte er Appenzeller lesen. Gesagt hat er Affenzeller. Affenzeller! Aber Großvater, da steht doch Apfelzeller. Apfelzeller ist auch komisch. Aber das wirst du ja alles selbst erleben, wenn du im Frühling zu uns kommst. Ich freue mich darauf, aber bei uns gibt es noch so viel Eis. Jetzt geht unser schöner Winter zu Ende. Ich freue mich schon auf unsere Hütte. Schau mal, schon ein Frühlingsgruß. Nicht pflücken, Heidi, die welkt sofort. Ist es schön hier? Geißenpeter, kommst du mal zu mir? Den nimmst du dir mit auf den Berg? Danke. Bitte. Warum schreist du, Markus? Hey, hoppla. Hey. Geißenpeter! 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 Peter!
Hast du Dreck in den Ohren? Dieser Brief ist für die Heidi. Verstanden? Und wichtig, nicht das Abgeben vergessen. Der ist aus Frankfurt, das ist in Deutschland. Also. Morgen Geißenbild. Frankfurt. Alles auf. Ja. Fenster aufgemacht? Ja. Wir müssen richtig durchlüften. Es ist schön hier. Ich glaube, wir kriegen ein gutes Sonnenjahr. Muss es doch, wenn die Klara kommt. Hilfst du mir? Danke. Großvater, dort oben sehe ich noch ein paar Blumen. Aber nicht abpflücken, Heidi. Höchstens eine. Hauptsache ist, Klara kommt. Peter! Schau, alles neu. Das hat der Großvater gemacht. Komm, setz dich. Da. Ich hab was für dich. Ein Brief. Hast du den auf der Weide für mich bekommen? Nein. Oh. Wo ist er denn her? Aus dem Brotsack. Hast du Post bekommen? Ja, ein Brief für mich. Aus Frankfurt. Von der Klara. Soll ich ihn dir vorlesen? Ja. Also. Liebe Heidi, wir haben schon alles verpackt. In 2 bis 3 Tagen reisen wir ab. Hörst du, Großvater? Ja. Ich freue mich ja so sehr, bei dir auf der Alp zu sein, deinen Großvater kennenzulernen und auch den Peter mit seinen Geißen. Ich soll die Kur in Bad Ragaz machen, aber an schönen Tagen komme ich immer auf die Alp. Wir haben doch jetzt immer schöne Tage. Ganz bestimmt sogar. Die Großmama bleibt bei mir. Aber denk dir, Fräulein Rottenmeier will nicht mitkommen. Ich glaube, sie hat Angst vor den Alpen. Warum denn? Warte. Ich glaube, Sebastian hat ihr erzählt, wie dort furchtbare Felsen herunterstarren und dass man überall in Klüfte und Abgründe stürzen kann. Und so kommen wir alleine, Großmama und ich. Lebe wohl, liebe Heidi. Die Großmama lässt dich 1000-mal grüßen. Deine treue Freundin Klara. Na, was sagst du denn dazu, Großvater? Ja, da freust du dich aber, wie? Ja, und wie?
Sicher hilft er noch bei irgendjemand, ganz bestimmt. So spät war er aber noch nie. Doch, doch, manchmal schon, wenn er irgendwo geholfen hat. Brigitte. Ja, ja, Mutter, ich gehe ja schon nachsehen, wo er steckt. Peter, Gott sei Dank. Großmutter hat sich Sorgen um mich gemacht. Wo hast du denn gesteckt? Geld, das versprichst du uns, dass du nicht wieder so spät nach Hause kommst. Hast du noch bei jemandem geholfen? Nein. Noch ein bisschen. Also Peter, jetzt hör mal zu. Du treibst dich da draußen herum. Wir machen uns Sorgen um dich. Und ja, ja, Peter. Jetzt lass mich mal, Mutter. Ich will jetzt wissen, was los war. Nix, aber er soll doch seine Briefe selber austragen. Wer? Der Postbote. Ach, du hast heute Abend deinen Brief ausgetragen? Dann ist doch alles gut. Hättest du es nur gleich gesagt. Nix ist gut. Aus Frankfurt kommen sie. Eine ganze Menge. Und wollen rauf zu ihr. Zu Heidi? Lass mich in Ruhe. Ach, Peter. Sie kommen zu Besuch. Und wenn sie sie aber nur wieder mitnehmen wollen? Ach, Mutter. Du wirst es doch noch erwarten können. Komm da runter, Heidi. Guten Morgen, Peter. Heute müssen Sie eigentlich schon kommen. Hey, hast du es aber eilig? Hey. Ich bin aber spät dran heute. Ich bin spät aufgewacht. Aha. Großvater, ja. Sie können doch schon heute kommen. Und wenn Sie da sind, sind Sie da. Geh mit dem Peter noch so lange auf die Weide. Aber nein, Großvater. Ich muss doch da sein, wenn Sie kommen. Ach, ich gehe noch eine Stunde mit dir. Die können so früh gar nicht hier sein. Na gut, ein Stückchen gehe ich mit Ihnen. Was kriegt sie denn mit? Ich brauche nicht. Ich bleibe ja nicht lang. Sie kriegt schon was mit. Für alle Fälle. Komm. Guten Morgen. Grüezi. Das ist doch der Weg zum Alpöl. Ja, zum Alpöl. Danke. Bitte. Hast du gehört, Clara? Ja, Großmama, ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Also, dann wollen wir mal. Großmutter! Sie gehen den Berg rauf! Hü, hoppla! Hü, hoppla! Hüla! Hü! Der Großvater wird schon recht haben. So früh werden Sie noch nicht kommen. Jetzt, wo das Fräulein Rottenmeier nicht kommt, da haben wir sogar einen Stuhl zu viel. Hü. Hoppla. Oh, was ist das für ein Kräuter? Clara.
das nicht schön? Wunderschön. Großvater, Sie kommen! Ich hab Sie schon gesehen. Oh. So, da sind Sie. Sie, darf ich Öl sagen? Ich freue mich so, Sie kennen Sie. Klara, wie geht's? Ich bin Großmama Sesemann. Schön. Ja, hab ich mir gleich gedacht. Ach, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Macht nichts. Heidi, meine liebe Heidi. Willkommen, Klara. Guten Tag. Du darfst ruhig Großvater zu ihm sagen. Mal gleich die Decke haben, ja? Den Stuhl. Bitte binden Sie sie doch los. So, jetzt machen wir es ihr ein bisschen gemütlich. Bringen Sie den Stuhl schon mal nach oben. Lieber Öy, von Ihnen könnten viele Krankenwärter so manches lernen. Probieren geht über Studieren. Sie haben einmal jemanden gepflegt? So. Ja, ja, damals im Krieg. Aber schon lange her. Gut, reden wir von was anderem. So, wenn Sie sich verschnauft haben, gehen Sie wieder ins Dorf hinunter und dann holen Sie uns am späten Nachmittag. Aber nicht so spät, dass wir in die Dunkelheit kommen, ja? Jawohl, Madame. So, das ist für die Wartezeit im Dorf und gleichzeitig eine Anzahlung, damit ihr uns auch wieder holt. Gewiss, Madame. Danke. Vielen Dank. Was für einen herrlichen Platz haben Sie sich zum Leben ausgesucht. Ja. Das freut mich, wenn es Ihnen hier oben gefällt. Sie haben aber auch an alles gedacht. Dann war alles schon fertig. Und dann seid ihr damals nicht gekommen. Na ja, aber jetzt sind Sie da. Und du? Du bist ja so still, mein Schatz. Schön. Ich werde dir dann alles zeigen. Glaubst du, das geht? Ich muss jetzt nur kräftig schieben. Komm. Ich möchte so gern zum Brunnen. Mhm. Traumhaft schön. Und sie ist so glücklich. Was sagen denn die Ärzte? Was sollen sie schon sagen? Hauptsache, das Kind ist glücklich. Sie haben so recht. Manchmal ist es fast ein bisschen viel für mich, dass ich hier so gar nicht helfen kann. Man darf nie aufgeben. Nie. Schauen Sie mal, wie sich die Kinder freuen. Das ist aber schönes, klares Wasser. Ja, das kann man sogar trinken. Wirklich? Ja, pass auf. Und jetzt zeige ich dir den Stall von Berli und Schwänli. Sind sie drin? Jetzt doch nicht. Sie sind mit der... Sie sind mit der Herde auf der Weide. Da ganz oben bei den Felsen? Ja, ganz hoch oben. Schaffst du's? Aber ja, das sind sie doch. Ach, da, halt nur fest! Ach, Kinder, Kinder, was macht ihr denn für Sachen? Wo wollt ihr denn hin? In den Stall. Großmama, können wir nicht warten, bis der Peter mit seiner Herde zurückkommt? Aber morgen ist auch noch ein Tag, Klara. Alles auf einmal geht nicht. Hm? Müssen wir denn unbedingt so früh runter? Wir werden sehen. Hast du gehört? Was?
Sie hat gesagt, wir werden sehen. Das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Führst du mich zu den Blumen dort? Ja, gut. Warte, ich hol dir die Blumen. Schau mal. Ach, schön. Das ist noch gar nichts. Wenn du mal mit auf die Weide kommst, dann wirst du etwas sehen. Das sind viel, viel mehr. Und alle auf einem Platz. Nicht nur diese. Großmama, glaubst du, ich könnte so weit hinauf? Ach, Kind. Ach, das würde doch sehr schwierig sein. Laufen müsste man können. Ach, ich schieb dich schon rauf. Bleibt jetzt hier, verstanden? Ich mache euch was zu essen. Ja, Großvater. Wenn ich nur bleiben könnte, bis der Peter mit den Geißen da ist. Eine Heuschrecke! Ach. Es ist jetzt auch noch. Halt dich selber schon. Was sehe ich? Du nimmst dir schon dein zweites Stück Käse. Wir haben noch mehr. Weil es viel besser schmeckt als in Frankfurt, Bad Ragaz und anderswo. Ja, das macht die gute Luft hier. Ja? Ich muss sagen, ich bin auch hungriger als sonst. Und vielleicht sogar ein bisschen müde. Dann mach doch ein Schläfchen im Gras. Ja, warum nicht? Wenn ihr versprecht, mich zu wecken, wenn die Leute kommen, um uns abzuholen, damit wir reisefertig sind. Erst muss ich noch Heidis Bett sehen. Und die Hütte haben wir auch noch nicht richtig angeschnitten. Ja, wollen wir das gleich machen? Oh ja! Ja. Gefällt dir unsere Hütte? Schön ist hier. Was ist das denn? Das ist unsere Küche. Da kochen wir. Mein Großvater kann sehr gut kochen. Ja, danke. Oh. Und der muss noch ein bisschen? Ja, ein bisschen noch, ja. Schön. Und da oben ist dein Bett? Ja. Du, das will ich mir aber angucken. Du auch? Oh ja. Oh. Wie gut das riecht. Oh, aber das ist traumhaft schön. Ja, gut festhalten, ja klar. Und das jeden Mal. Ah, so. Ach, Evi. Oh. Da? Wie schön, du kannst vom Bett aus in den Himmel schauen. So ein lustiges Schlafzimmer habe ich noch nie gesehen. Ich habe einen Vorschlag. Na, heraus damit. Wenn Clara eine Zeit lang hier oben bleiben würde. Oh ja. Oh, bitte, Großmama, das habe ich mir so gewünscht. Komm, so. Ja, Decken haben wir genug. Und du wirst staunen, wie gut man im Heu schlafen kann. Oh, bitte, bitte, Großmama. Na? Ach, lieber Öy. Ach, eigentlich kann ein Aufenthalt hier oben Clara ja nur gut tun. Ganz bestimmt sogar. Und für die Fliege werde ich auch sorgen. Ah, juhu! Du? Es ist kein Abschied, Großmama. Du besuchst uns ja von Zeit zu Zeit, nicht wahr? Ja, natürlich. Mach's gut. Ja. Und du? Passt schön auf sie auf. Und wie? So. Das wilde Tier. Warte. Hoppla. Geht's? Ja. Upp. Danke. Ich begleite Sie noch ein Stück. Aber wozu denn?
weil ich so meinen Dickkopf habe. Aber danke. Danke, lieber Ö. Kannst du auch nicht schlafen? Nein. Der helle Stern dort. Siehst du den? Clara, schon wach? Gut geschlafen? Ja. Na fein. Und guten Morgen, Clara. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Siebenschläfer. Soll ich dir beim Anziehen helfen? Das mache ich schon. Gut, ich bringe euch die Kleider. Danke. Die hat dich aber schön gemacht. Kommst du jetzt runter? Hoppla! Ah, die Sonne ist schon richtig warm. Warte, ich richte sie. So. Jetzt hole ich euch noch die Milch. Kommt er denn nicht rüber? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er keine Lust. Der ist aber komisch. Lustig? Oh ja. Manchmal. Er kann springen wie eine Geiß und pfeifen und schnitzen. Und warum kommt er denn jetzt nicht her? Er macht immer, was er will. Fast. Ich möchte aber mit ihm reden. Kannst du ihn nicht rufen? Er kommt schon noch. Manchmal ist er halt so. Aber auf den Großvater hört er doch, oder? Oh ja, und wie? So, Kinder, trink schon mal einen Schluck. Danke. Trink doch, schmeckt gut. Heidi, kommst du mit? So gut hat mir schon lange nichts mehr geschmeckt. Ob du mitkommst? Das geht nicht, ich habe Besuch. Aber bald kommen wir beide mit. Komm mal her, Geißengeneral. Gehst heute dahin, wo Schwänli hin will, ja? Das weiß immer, wo die besten Kräuter sind. Die muss es haben, damit es mehr Milch gibt. Verstanden? Auch wenn du klettern musst, ja? Muss sie aber mit. Die hat heute keine Zeit. Warum? Weil ihre Freundin krank ist und sie braucht. Hm? Muss schon heute auf Heidi verzichten. Los, hol die Geißen. Ja? Willst du noch was haben? Nein, danke. Komm, jetzt will ich dir alles zeigen. Oh, Heidi, wenn ich doch nur gehen könnte. Einfach so herumgehen. Da
den Abhang dort hinunter. Aber ich kann es doch überall hinschieben. Das ist nicht dasselbe. Sind das die Tannen, von denen du mir erzählt hast? Ja. Eigentlich kenne ich das alles schon von deinen Erzählungen. Ich habe oft davon geträumt. Aber so ist es viel, viel schöner. Weißt du, du musst es immer miterleben. Wenn der Sturm den Berg heraufkommt, nachts hörst du das Rauschen der Tannen. Ganz laut. Hast du dann keine Angst? Ach was, der Großvater erzählt von den alten Tannen. Die sind alle schon über 100 Jahre alt. Auch noch viel, viel älter. Und die Wurzeln stecken ganz tief in der Erde, dass auch der stärkste Wind sie nicht umwerfen kann. Und lass mich eine anfassen. So. Ich glaube, über die Wurzel kriege ich dich nicht. Siehst du? Aber der Großvater kann dich hier hintragen. Oh ja. Komm, fahr mich zu dem Weg dorthin. So, ja doch. Hü! Hoppla! Hü! Und hier geht's dann nicht mehr weiter. Wohin führt dieser Weg denn? Der führt doch zum Dörfchen. Schau, da kommt wer! Großvater! Wir haben Besuch! Zwei Männer! Ja, komm schon. Guten Tag. Guten Tag. Das hier ist aus Ragaz. Und ein Brief. Ja, danke. Von Großmama? Ja, stimmt. Ja. Sie schickt das Bett und das soll hierbleiben, damit du immer einen Platz bei uns hast. Naja. Mal sehen, wie wir das unterbringen. Dann kommt mal mit. Und ihr kommt gleich zum Frühstück, ja? Eigentlich wäre es anders schöner gewesen. Was? Wenn ich neben dir hätte liegen bleiben können. Naja, wir können ja dein Bett neben meines stellen. Direkt im Heu ist es schöner. Meinst du wirklich? Du hast selbst gesagt, es wäre gesund. Naja. Ich habe gesagt, dass man im Heu gut schläft. Also, wenn man gut schläft, ist es auch gesund, oder? Na ja, wenn es schon da ist. Die Großmama hat dir bestimmt eine Freude machen wollen. Sag schon, dass du im Bett schlafen willst. Bist du mir jetzt böse? Nein, nein, ist schon gut. Na ja, wenn du es nicht willst, so schlimm ist es auch nicht. Dann vergesse ich es eben. Was? Ist schon gut. Nein, jetzt will ich es wissen. Dass mir in Frankfurt mein Bett ganz gut gefallen hat. Bitte, wenn dein Herz so dranhängt. Außerdem werden sie es sowieso schon oben haben. Das ist zu lang. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Das geht nicht. Alles geht, wenn man will. Ach, Blödsinn. Aber man kann auch die Hütte aufreißen, das Bett hineinstellen und dann die Hütte wieder drumherum bauen. Nein, nein, Art Richtung ist wirklich nicht. Vielleicht, wenn man das Kopf- und Endteil absägen wird. Absägen? Es hat doch eine Menge Geld gekostet. Wenn man es richtig macht, sieht's vielleicht ganz gut aus. Nur, du dürftest es dann nicht machen. Ich muss mir da noch was anderes einfallen lassen. Komm, trink noch ein. Ihr könnt dann unterwegs weiter streiten. Ihr brauchst uns wirklich nicht mehr? Nein, nein, danke. Danke. Wiedersehen. 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 Tja, Heidi, tut mir leid. So wie wir uns das vorgestellt haben, mit dem Bett geht's leider nicht. Das macht nichts. Clara will schon. Was ist denn los? Nichts. Nichts? Sag's doch. Na? Ich würde viel lieber neben Heidi im Heu schlafen. Aha. Ja, Großvater. Du hast selber gesagt, dass es sehr gesund ist. Aha.
Naja, mit dem Bett, das dauert ja sowieso noch ein paar Tage. Prima, dann können wir jetzt immer zusammen im Heu schlafen. Das ist lustig. Der Brief für die Großmama ist fertig. Ah, wollen wir noch versiegeln? Der Tag ist viel zu schnell vergangen. Morgen kommst du mit auf die Alm. Oh ja. Großvater? Ja? Kannst du Clara mit dem Rollstuhl raufbringen? Warum nicht? So schwer ist sie ja nicht. Grüß dich, Peter. Moment, Geißenpeter. Kannst du dir einen Brief mit auf die Post nehmen? Was ist los mit dir? Kannst du die Geißen allein in den Stall lassen? Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Der Brief auf die Post bringen. Der Brief auf die Post bringen. Peter, bald gehen wir mit auf die Alm. Der Großvater hat versprochen. Na, es war ein langer Tag für dich heute, nicht? Oh. So. Versuch doch mal aufzutreten. Versuch's doch mal. Ja. Oh, es tut so weh. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Jeden Tag so ein bisschen nur. Ich bin so froh, dass die Betten nicht draufgegangen sind. Och, mein Bett in Frankfurt war eigentlich ganz schön. Weißt du was? Du schläfst in deinem Bett und ich im Heu. Nein, das mache ich nicht. Warum nicht? Weißt du, hier oben in den Bergen schläft sich viel, viel schöner im Heu. Da hast du recht. Gute Nacht. Gute Nacht. Clara? Mhm. Schläfst du schon? Nein. Weißt du, damals in Frankfurt, das war eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ja, jetzt nicht mehr. Und weißt du noch, wie die Rottenmeier gehüpft ist, als der Junge mit der Schildkröte da war? Ja. Eigentlich ist sie gar nicht so böse, wie ich gedacht habe. Ich meine, jetzt... Vergessen. Was? Ich habe geglaubt, ich träume nur, dass du da bist. Du, so gut wie heute habe ich noch nie geschlafen. Das habe ich schon in Frankfurt gesagt, dass man hier sehr gut im Heu schläft. Schon, aber ich habe es mir nicht vorstellen können. Das ist mit dem Essen genauso. Man hat viel mehr Hunger. Meinst du, ich auch? Ganz bestimmt. In Frankfurt hatte ich auch keinen Hunger. Oder Appetit, wie es bei euch heißt. Weißt du schon, was wir heute machen? Nein, aber mir ist egal. Wir können machen, was dir Spaß macht. Glaubst du, ich kann mal mit ganz hoch hinauf, wo der Peter die Geißen weiden lässt? Dort ganz hoch oben, bei den Felsen, dort, wo sie ihnen am besten schmeckt. Mhm. Und dann müssen wir noch den Großvater fragen, ob man da was machen kann. Oh ja, bitte. Ich möchte so gern einmal ganz hoch oben sein, wo der Adler sein Nest hat.
Dort kann man nicht hin. Nicht einmal der Peter. Und er kann wirklich gut klettern. Das kannst du mir glauben. Beiden. Großvater, Clara ist jetzt schon eine Woche hier. Können wir heute auf die Alm gehen? Na ja, das Wetter ist gut und Clara hat ja auch fleißig geübt. Oh, da sehe ich den Schnee im Sommer. Na nu, den hatte ich doch. Verstehe ich nicht. Der stand doch hier. Moment mal. Aber der muss doch irgendwo sein. Mein Rollstuhl. So ist das. Hier ist er auch nicht. Und wir wollten doch heute auf die Alm. Aber wenn ich keinen Rollstuhl habe, dann muss ich zurück ins Tal. Wir werden ihn schon finden. Und auf die Alm kommt sie auch ohne Rollstuhl. So. Danke. Peter! Peter! Warum hast du meine Geißen nicht mitgenommen? Weiß nicht. War noch keiner wach. Der Stall war doch offen, wie immer. Weiß nicht. Naja. Sag mal, hast du den Rollstuhl gesehen? Hm? Hörst du nicht gut? Ob du den Rollstuhl gesehen hast? Weiß nicht. Komisch. Ausgerechnet heute bist du taub und blind. Ich hole euch später wieder ab. Ja. Aber vielleicht weiß ich etwas. Pass mal gut auf die Mädchen auf, ja? So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Nur im Kalender. Aber so ist es viel, viel schöner. Und da oben beim Wasser, da hast du den schönsten Blick, den du dir vorstellen kannst. Noch viel, viel schöner als hier. Auch wenn du nur mit hinaufgehen könntest. Ich kann dich vielleicht tragen. Ach, das geht bestimmt nicht. Aber vielleicht zu zweit. Peter!
Peter, komm her. Du bekommst Brot und Käse. Hab keinen Hunger. Peter, du kommst jetzt sofort her, sonst passiert etwas. Und dann passiert nichts? Bitte, bitte, Peter. Nein, passiert nichts. Versuch doch mal aufzutreten. Nur ein bisschen. Das geht nicht. Versuch's doch wenigstens. Der Käse? Ach ja, hol alles, wir haben auch Hunger. Klar. Schön. Hier ist ein Stück Brot. Hier. Mach der Käse. Ach ja, das kriegst du ja schon. Kann ich bitte ein Stück Wurst haben? Ja, sofort. Hier. Da sind sie. Wie sind die denn da raufgekommen? Der Großvater kommt. Schnell. Wir müssen uns zeigen. Großvater, schau. Clara! Ich kann's ganz allein. Zuerst hat sie gar nicht auftreten wollen. Weil's noch nie gegangen ist. Aber ich habe recht gehabt, gell? Ja. Womit? Man muss nur fest auftreten, dann tut's nicht mehr so weh. Ich weiß das. Ja, meinst du? Und wenn man einen Krampf im Fuß hat, muss man's auch so machen. Und auf einmal ging's. Wir haben sie schon noch ein bisschen gestützt. Aber allein kann ich's auch. Nur üben muss ich. Ja, habe ich ja gesagt. Jeden Tag ein bisschen. Ach, gell, Großvater? Das ist doch wunderbar. Ja, das ist wirklich wunderbar. Komm, geh vorsichtig, langsam wieder zurück. Ja, gut. Also, den Rollstuhl, den brauchen wir nicht mehr. Nicht wahr, Geißenpeter? Heidi, aufwachen. Ich war doch schon längst wach. Lass mich mal durch. Ja, komm. Weißt du denn nicht, was heute für ein Tag ist? Freitag. Weiß ich nicht. Heute ist der Tag, an dem die Großmama kommt. Das habe ich doch selber gewusst. Und
liegt da schon 14 Tage da. Was soll man auch noch damit anfangen? Mich wundert nur, dass sich niemand drum kümmert. Das muss alles so liegen bleiben zum Beweis. Lasst ja die Finger davon. Was für ein Beweis? Für die Polizei. Ja, der Schuster hat recht. Da darf nichts verändert werden. Alles muss so bleiben, wie es war. Ja, bis die Polizei alles aufgenommen hat, wie es gewesen ist. Die müsste längst da sein. Ja, ja, das stimmt. Was doch schon vor 14 Tagen passiert ist. Kann die Kantonspolizei nichts machen? Das muss die Polizei aus Deutschland machen, weil der Stuhl mit dem Mädchen aus Deutschland ist. Immer weißt du alles besser. Na und? Jedenfalls kann das die Kantonspolizei nicht alleine machen. Das könnte stimmen. So, und warum nicht? Weil das eine Sache für die Polizei aus Frankfurt ist. Er meint vielleicht wegen der Versicherung. Endlich kapiert einer was. Das ist eine Sache, die genau untersucht werden muss. 500 Franken hat er bestimmt gekostet. Vielleicht sogar noch mehr. Leute, die viel Geld haben, lassen alles versichern, was gut und teuer ist. Gehört voll wahr. Vielleicht ist er zufällig hinuntergefallen. Zufällig? Oh. Den hat einer heruntergestoßen. Alles weiß er immer ganz genau, der Schuster. Na und? Nur gut, dass ich schon lange nicht mehr oben war. Sei froh. Jeder, der da oben was zu tun hat, ist verdächtig. Keine Angst. Das kriegen Sie schon heraus. Wer? Die Polizei. Wenn sie erst einmal da ist. Mein Gott. Was ist, Bärbel? Das Kind. Das arme Mädchen. Vielleicht liegt sie irgendwo abgestürzt. Blödsinn. Das wäre doch längst bekannt. Typisch Weiber. Die denken immer gleich ans Schlimmste. Ihr denkt nur daran, was der Rollstuhl gekostet hat. Was auf dem armen Kind wird, interessiert euch nicht. Dann hätt's der Ö längst gemeldet. Oder er hätte nach ihr gesucht, wenn was passiert wäre. Dem ist alles zuzutrauen. Früher vielleicht. Aber jetzt, wo die Heidi wieder da ist und er wieder in die Kirche geht? Wir werden bestimmt alle von der Polizei verhört. Ich habe nur gesehen, dass die Trümmer hier herumliegen. Und was anderes, als ich gesehen habe, kann ich nicht bezeugen. Lass mich bitte alleine. Ja. Na, das geht doch von Tag zu Tag besser. Das liegt zum Teil bestimmt auch an Schwänlis Milch. Du hast doch der Großmama nichts verraten. Nein, ich habe nur einen Brief geschrieben, dass sie mal schnell herkommen soll. Das war doch schlau von mir, nicht? So, dann lasst es euch gut schmecken. Guten Morgen, Peter. Peter, guten Morgen. Warum hat es denn heute so eilig? Er wird schon einen Grund haben. Guten Tag. Guten Tag. Schwiegermutter. Schwiegermutter, guck mal. Schon wieder die Dame aus Frankfurt. Alles muss sauber und festlich aussehen, wenn die Großmama kommt. Aber es ist doch alles schon so schön. Ja, aber sie wird sich hier darüber freuen.
Lass doch mal, ich überlege etwas ganz anderes. Was denn? Wie die Überraschung am größten ist. Und? Wenn ich zum Beispiel gar nicht da wäre und du berührst die Großmama alleine. Naja. Nein, das ist auch nicht gut. Dann bekommt sie einen zu großen Schrecken und denkt, mir wäre etwas passiert. Ja, da hast du recht. Hör doch bitte mit dem Kehren auf. Ich mache ihr nur, weil ich so nervös bin, bis sie kommt. Jetzt habe ich's. Ich gehe der Großmama allein entgegen. Nein, das ist zu gefährlich. So gut kannst du ihr noch nicht gehen. Denkst du? Ich war schon beim Großvater im Stall und habe ihm beim Melken zugesehen, wie du auf der Wiese warst. Na, du bist aber mutig. Was glaubst du, wie ich mich freue? Und ich erst. Oh, Blumen, da hätten wir auch denken können. Für deine Großmutter. Ich dachte, solche Blumen hat sie vielleicht noch nie gesehen. Mm. Ich tue sie in die Vase. So. Weißt du was? Wir können so tun, als ob du noch gar nicht gehen könntest. Oh ja, das ist eine gute Idee. Komm. So. Oh. Rein. Auch. So schön. So, und jetzt können sie kommen. Sie kommt, sie kommt! Klärchen, warum sitzt du denn nicht in deinem Rollstuhl? Nein. Oh, Gott. Danke. Clara, nein! Nicht! Nein, um Gottes Willen! Heidi! Heidi! Klärchen! Klärchen! Warum ist das? Ist das ein Traum oder ist das wahr? Wie du aussiehst, so rund und braun gebrannt. Ach, hey. Oh, was für ein Wunder, was für ein Glück. Danke. Danke, danke. Das verdanken wir der guten Luft in unseren Bergen. Und Schwelis Milch. Ja, und der Heidi. Heidi. Oh, meine Heidi. Es ist wie ein Wunder. Danke. Bitte schön. Bin ja so glücklich. Sie wissen ja Bescheid. Jawohl. Wiedersehen. Wiedersehen. Es ist so schön, ich kann es noch gar nicht fassen. Wollen Sie ein Glas Wein trinken? Bin ich doch viel zu aufgeregt. Erzählt doch mal. Wie ist das alles möglich gewesen? Wie du schon gehen kannst. Stell dir vor, Großmama, ich bin schon ganz alleine bis zum Stall gelaufen. So. Setz dich doch. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Ich wollte auch nicht, dass es jemand bemerkt. Und da habe ich gewartet, bis die Heidi auf der Wiese war. Ja, und wo war ich? Im Stall beim Melken. Und ich habe zugesehen. Aha. Es ist so schön. Du, das müssen wir gleich deinem Vater sagen. Er ist in Paris, aber er muss sofort herkommen. Er muss. Und Dr. Klaassen? Ich meine, wir müssen etwas unternehmen. Ich meine, wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Ja, ja, ja. Ich muss meinem Sohn ein Telegramm schicken. Hol mal was zum Schreiben. Es ist einfach die schönste Überraschung meines Lebens. Du darfst aber Papa nichts verraten. Ach, kein Wort. Aber jetzt ist der Mann weg. Ich meine, wie kommt das Telegramm ins Dorf? Der Peter. Der Geißenpeter? Zuerst wird er schon einen Schrecken bekommen, wegen des Telegramms. Aber dann wird er Augen machen. Was ist los? Hier, bring mal das Telegramm zur Post. Hast du nicht gehört? Sollst das zur Post bringen, das muss heute noch weg.
Ja, na los, 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 los! Der ist schon ein bisschen drollig. Was heißt denn drollig? Drollig heißt komisch. Hey, du! Komm mal her! Komm doch mal her! Ich möchte dich etwas fragen. Sag mal, mein Junge, sag mal, ist das hier der richtige Weg zu dem Haus, in dem ein alter Mann wohnt, der Alpöhi heißt? Und ein kleines Mädchen, Heidi. Und wo die Leute aus Frankfurt sind? Frankfurt? Ja, Frankfurt. Was hat denn der? Warum ist er denn so scheu? Schau her, da kommt wohl schon jeden Tag was runtergepoltert. Hast du was angestellt, weil du so eilig hast? Ist da schon wieder einer hochgegangen? Also das habe ich meinen Lebtag nicht erlebt. So viele Leute an einem Tag da hinauf. Und lauter feine Leute aus der Stadt. Aus Deutschland. Das sind all die, bei denen die Heidi gewohnt hat. Seltsam ist es doch, wenn man so denkt, wie es früher war. Na ja, früher war er immer nur allein da oben, hat keiner an sich rangelassen. Und jetzt? Und jetzt hat so viel bei ihm da oben, wie in einem Hotel in Bad Ragaz. So, da kommt schon wieder jemand drauf. Sieht aus wie einer aus der Stadt. Clara, rat mal, wer da kommt. Wer denn? Rate doch. Ich weiß es nicht, sag's doch. Dein Vater, stell dir vor, dein Vater. Nein, der Friedrich. Aber noch kann er unser Telegramm doch gar nicht bekommen haben. Vielleicht will er euch überraschen. Ach, Heidi, Clara, schön. Aber meine Überraschung wird die größte sein. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sind Sie der Alpöhi? Ja. Kennst du mich denn gar nicht mehr? Klar. Ein kleines. Papa. Nun, mein Sohn, deine Überraschung ist gelungen. Und was sagst du zu Claras? Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber es ist wahr. Wem haben wir denn das zu verdanken? Es war ein heißer Tag heute. Ich denke, wir sollten uns ein wenig in den Schatten setzen. Ich kann es mir denken. Er hat sich jeden Tag um mich gekümmert, wie um die Heidi. Ja, ja, gleich. Können wir ihm jetzt nicht auch eine Freude machen? Ich meine, ihm etwas schenken. Wir wollen mal überlegen. Aber es ist nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, er ist sehr stolz. Wir wollen ihn nicht kränken. Clara? Ja? Kommst du mit zum Brunnen? Clara, aber sei vorsichtig. Geh ganz vorsichtig. Ja? Ich stütze dich. Nein, lass mich allein.
vorsichtig. Schau dir das an, Mutter. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist auch kaum zu glauben. Weißt du, manchmal dachte ich, ich halte nicht durch. Ich weiß, mein Junge. Mir ging es ebenso. Sieh mal, für mich war es genauso schwer zu sehen, wie die beiden liebsten Menschen, die ich habe, langsam zugrunde gehen. Ja, mein Junge. Hör mal, gib mir mal einen Rat. Ja? Könnte ich versuchen, einen Teil meines Dankes an Heidis Großvater durch eine finanzielle Zuwendung, ich meine, könnte ich ihm Geld geben? Nein, dazu würde ich dir nicht raten. Ich weiß, er ist stolz und ich will ihn nicht kränken. Aber lassen wir es doch an uns herankommen, uns wird schon etwas einfallen. Oh, die Überraschung ist aber gelungen. Und dass noch dein Papa heute gekommen so. Ist. Alles am gleichen Tag. Jetzt gibt's erstmal was zu trinken. Der ist aus Maienfeld. Oh. Ein guter Jahrgang. Von dem gibt's nicht viel. Danke. Na, darauf freue ich mich. Der duftet gut. Besser als der von vorhin. Ja. So, na dann. Zum Wohle. Zum Wohl. Und herzlich willkommen. Danke. Zum Wohl. Mein lieber Freund, ich darf doch Freund zu Ihnen sagen. Warum nicht, wenn Sie das so empfinden? Glauben Sie mir, dass ich seit Jahren keine Freude mehr am Leben hatte? Ja, ja. Ich kann mir sowas vorstellen. Immer wieder das Kind zu sehen. Wie es unter meinen Augen immer schwächer wurde, ohne dass ihm jemand helfen konnte. Daran dürfen Sie jetzt nicht mehr denken. Das ist vorbei. Hoffentlich. Nur noch ein paar Worte. Sie, lieber Freund, Sie haben das erreicht, was so viele vor Ihnen vergeblich versucht haben. Sie haben Clara wieder gesund gemacht. Bitte sagen Sie mir doch, womit ich Ihnen danken kann. Mir genügt es, wenn Sie glücklich sind. Mein lieber, verehrter Öhi, mein Sohn möchte sich doch nur bei Ihnen bedanken und er möchte Ihnen nicht wehtun. Alles, was wir besitzen, ist... Lassen wir das doch. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ja, tue ich auch nicht. Ich danke Ihnen, aber ich habe wirklich nichts nötig. Und da kommen die Kinder. Und da ist ja auch unser Geißenpeter. Also das ist der Geißenpeter. Na komm her, sei nicht so schüchtern. Komm, Clara. Nun komm schon. Hast du es gemacht? Aber bitte nicht verhaften. Verhaften? Was redest du denn? Weil er zerbrochen ist und man kann ihn nicht mehr richten. Sagen Sie mal, Öl, ist er da oben ein bisschen... Nein, da ist ganz in Ordnung da oben. Ist nur so drollig, glaube ich, weil er es wohl war, der den Rollstuhl ins Tal verschwinden ließ. Und dafür erwartet er jetzt seine Strafe. Sag mal, das hast du getan? Das Telegramm habe ich auch verloren. Nun, also das ist jedenfalls eine ehrliche Antwort. Und sag mal, warum hast du es getan? Warst du böse auf uns, weil wir dir deine Heidi weggenommen haben? Es war aber sehr schlimm, was du getan hast. Also, vielleicht hat es ja auch sein Gutes, denn so musste unsere Clara es mit dem Gehen versuchen. Hm? Und vielleicht
müssen wir uns sogar bei dir bedanken, dafür, dass sie jetzt laufen kann. Sag mal, wirst du so etwas auch nie wieder tun? Was wünschst du dir am allermeisten auf der Welt? Dass der Polizist aus Frankfurt mich nicht verhaftet. Aber Peter, das ist doch mein Vater und kein Polizist. Dann sag schon, mein Junge, was wünschst du dir? Na, sag schon. Einen Zehner. Einen Zehner. Warte. Hier hast du so viel Zehner, wie das Jahr Wochen hat. Da kannst du jede Woche einen verbrauchen. Ein ganzes Leben lang? Abgemacht. Hörst du, mein Sohn? Dieser junge Mann bekommt ab heute jede Woche einen Zehner, sein ganzes Leben lang. Lieber Öi, ich glaube, wir sollten jetzt mit Clara nach Bad Ragaz zu einem Spezialisten. Wir werden das sofort nach unserer Rückkehr mit Dr. Klaasen besprechen. Ja? Weißt du, du solltest jetzt im Wasser turnen, in Heilquellen. Da hat der Körper kein Gewicht. Und bis du deine Muskeln wieder hast. Und wenn du ganz gesund bist, dann kommst du wieder für längere Zeit zu uns herauf in die Berge, ja? Oh ja, schade, dass du schon weg musst. Aber Heidi, du besuchst uns doch in Frankfurt. Und nach der Kur kommen wir erst hierher. Ja, bestimmt. Und Heidi, du, was wünschst du dir? Nichts, danke. Ich habe alles. Also in jedem Fall auf baldiges Wiedersehen. Ja, das versprechen wir gern. Auf Ihr Wohl. Wird einem warm. Ja. Jetzt trage ich dich aber. Darf ich allein gehen? Ich weiß nicht, wie ich ihm das jemals entgelten soll, was ich für uns getan habe. Der Zug. Ist die Heidi dabei? Ja, und der Öhi auch. Sie nehmen sie mit. Du wirst sehen, wenn ich ihr doch wenigstens noch die Hand hätte drücken können. Auf Wiedersehen, auf bald. Auf Wiedersehen. Danke für alles. Wir kommen wieder. Oh ja. Wiedersehen, Heidi. Gute Fahrt. Na und was? Sag's doch. Mein Bett aus Frankfurt. Für die Großmutter. Dann hat sie schön warm. Ach, das ist eine wunderbare Idee. Das sollst du haben, ja? Ich werde heute noch nach Frankfurt telegrafieren. Vorsicht.
Sie kommt. Kommt sie doch noch einmal zurück, um mir die Hand zu drücken. Das habe ich gewusst. Großmutter, du bekommst ein Bett von der Großmama. Decken und Kissen. Du bist ja ganz aufgeregt. Alles für dich, hörst du? Alles für mich. Das hat die Großmama gesagt. Was muss das für eine gute Frau sein? Ja, das ist sie bestimmt. Eigentlich sollte ich mich ja freuen, dass sie dich mitnimmt, Heidi. Aber lang werde ich's nicht überleben ohne dich, Heidi. Aber Großmutter, das hat dir niemand gesagt. Jedes Jahr kommen alle aus Frankfurt zu Besuch. Das haben sie gesagt. Heidi, Zeit. Ach, grüß Gott, Öhi. Grüß Gott, Öhi. Wollt ihr nicht wenigstens für ein paar Minuten ausschnaufen? Nein, nein, wir müssen jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Großmutter. Ach, so. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Komm, Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist die schönste Reise meines Lebens. Heidi müsste dabei sein. Vielleicht wäre es für Heidi das Beste. Wenn wir sie mitnehmen, können wir alles bieten, was ihr braucht. Clara hätte ihre kleine Freundin für immer. Schön wär's schon, Papa. Aber denk doch mal an Heidis Großvater. Ach, Clara. Du bist ja so vernünftig. Ohne Heidi würde der Großpapa eingehen. Du kaufst doch morgen im Ragaz gleich ein Bett für die Großmutter. Ihr Bett in Frankfurt soll Heidi immer behalten. Immer. Hast du eigentlich recht. Was zu essen. Ich so zuerst. Ich habe noch keinen Hunger. Nein, du. Nein, du. Willst du wirklich nicht? Nein, danke, wirklich nicht. Das ist nichts für dich. Jetzt ist der Peter. Leise aufmachen. Na Großmutter, du hast doch noch nicht den Stall ausgemistet. Ja, habe ich ganz vergessen. Ist sonst alles in Ordnung? Ja, ja. Geißen Peter, hast du genug zu essen gehabt? Mhm. Der
ist ja völlig verbrannt. Großvater. Ich sag dir doch, ist alles bezahlt, schon am Bahnhof. Willst du mich einen Schluck vielleicht? Ja, ist schon gut, Brigitte. Ich muss jetzt zurück. Ein andermal. Danke. Wohl. Hui. Hui. Genauso wie in Frankfurt. Ach, schön warme Decken. Großmutter, fühl doch mal. Ich kann's immer noch nicht glauben. Du wirst sehen, Großmutter. So gut hast du noch nie geschlafen. Ach, Heidi. Wenn nur schon alles an seinem Platz wäre. Haben Sie uns mitgeschickt. Schön. Und wenn du müde bist, dann schlaf. Nein, ich habe mich nur für einen Augenblick hingelegt, weißt du. Das Bett für die Großmutter ist gekommen. Du weißt doch, dass die Großmama bestellt hat. Schön. Und Frien braucht sie auch nicht mehr. So viele Wollsachen haben sie mitgeschickt. Heidi. Ja, Großvater? Komm mal her. Möchtest du gern bei deiner Freundin sein? Ja, furchtbar gern. Aber es geht doch nicht. Warum nicht? Weil ich doch bei dir und der Großmutter bleiben muss. Hat jemand gesagt, du musst? Nein, aber in Frankfurt werde ich auf einmal so traurig und krieg Schmerzen. Hier. Und der Doktor hat gesagt, das ist das Heimweh. Die Klara will uns auch bald wieder besuchen. Schön. Ich gehe jetzt Bärli und Schwänli Salz geben. Großvater, ich bin so froh, dass die Großmutter jetzt das Bett hat und die warmen Wollsachen und das Essen. Dann braucht sie nicht so bald zu sterben. Großvater, ist die Großmutter eigentlich viel älter als du? Weiß nicht. Als ich klein war, die Großmutter auch, da waren die Tannen draußen so klein wie du. So alt seid ihr schon?
Stall gebracht. Großvater, wie viel Tee soll ich nehmen? Einen Löffel? Oder zwei? Zwei Löffel. Du musst dunkel sein, weißt du. Ist gut. Heidi, Vorsicht mit dem heißen Wasser. Kommst du morgen wieder mit auf die Walde? Nein. Du siehst doch, dass ich dem Großvater einen Tee machen muss, damit er bald wieder aufstehen kann. Du kannst ruhig mit dem Peter gehen, wenn du willst. Hier ist dein Tee. Danke. Und wird der Käse gemacht? Komm, Peter. Ich gehe ganz bestimmt bald wieder mit. Ich habe ihm jetzt einen Tee gemacht, der gegen alles gut ist. Aber wenn er doch keinen Käse macht, dann hat er doch nichts mehr zu essen. Ist was, Peter? Er liegt. Wer? Der Öhi. Ist was passiert? Peter, du musst uns alles sagen. Was hast du mit der Heidi? Sie kocht ihm Tee. Ja, ist er denn krank? Und um die Geißel kümmert er sich auch nicht mehr. Ja, um Gottes Willen, Peter. Man muss rauf zu ihm. Ich werde mich um ihn kümmern. Und Käse macht er auch keins mehr. Gleich morgen musst du hinaufgehen. Morgen, Heidi. Wie geht's ihm denn? Weiß ich auch nicht. Komm mit rein. Grüß Gott, Öhi. Hast du Schmerzen? Kannst du mich hören? Okay, dass Frankfurt gekommen ist. Öhi, hast du Schmerzen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Wie? Mich allein lassen. Ich weiß, was es ist. Ich will aber, dass er gesund wird. Ach, Kind. Was wir alles wollen. Weißt du, in dem Alter. Ich will aber, dass er gesund wird. Du musst ein Telegramm nach Frankfurt aufgeben. Kann doch nicht einfach Doch! Der Herr Doktor hat gesagt, er wird mir immer helfen. Was soll ich denn telegrafieren? Warte! Ich schreib's dir auf. Ha.
Mon Dieu, es geht immer besser. Ich möchte jetzt alleine gehen. Ja, aber bitte vorsichtig, Clara, damit ja nichts passiert. Clara, du weißt, ich habe deinem Vater versprochen. Ja, ja. Oh, bitte festhalten. Gnädiges Fräulein, Sie sollten es jetzt nicht übertreiben, bitte. Ja. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Sehen Sie doch, Sie können schon alleine die Treppe gehen. Ja, das geht ja so prächtig. Ich kann bald ganz alleine durchs Haus gehen, vom Keller bis zum Boden. Ja, ja, sie übt schon für das nächste Jahr. Wenn sie so weitermacht, dann geht sie noch allein zu Heidi auf die Alm. kann ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen? Aber gerne, Herr Doktor, komm. Ich habe von Heidi ein Telegramm bekommen. Sie macht sich große Sorgen um den Öhi. Oh, von Heidi. Was schreibt sie denn? Ja, komm hier, lies selbst. Ich nehme noch heute den Nachtzug. Ich habe Heidi versprochen, ihr zu helfen, wenn sie mich braucht. Dem Öhi geht's schlecht. Sie müssen ihn wieder gesund machen. Ja, um Gottes Willen. Was fehlt ihm denn? Ja, das geht aus dem Telegramm nicht hervor. Ich mache mir aber große Sorgen. Der arme Öhi. Jetzt ist er selbst krank, liegt im Bett und braucht Hilfe. Ich werde dich schon wieder kurieren. Aber du musst auch, wenn ich fort bin, deine Übung weitermachen und meine Vorschriften genau beachten. Wir werden alles tun, was nötig ist, solange Sie nicht da sind, Herr Doktor. Und bitte grüßen Sie Heidi von mir. Schau ruhig noch mal, ob der Peter nicht bald kommt. Mein lieber Öhi, ich wünschte, ich wäre so gesund wie Sie. Mit dem Herzen können Sie 100 Jahre alt werden. Wegen des Kindes möchte ich schon gerne noch ein paar Jahre leben. Das werden Sie auch. Naja, als Doktor müssen Sie sowas sagen, das ist ja gewissermaßen Ihre Pflicht. Das muss ich gar nicht. Danke. Und es gibt auch gar keine Garantie für ein langes Leben. Aber hier oben in der reinen Natur, mit der Luft, dem Wasser und mit der Ernährung. Trotzdem, ich habe in letzter Zeit oft das Gefühl gehabt, dass es mit mir bald zu Ende geht. Mein lieber Öhi, ich werde jetzt mal ganz offen zu Ihnen sein. Aha, so doch was, faul. Sie hatten das Gefühl, krank zu sein. Ich war krank. Mir ging es von Tag zu Tag schlechter. Konnte nicht mehr aufstehen. Kein Spaß mehr an der Arbeit. Ja, mein Lieber. Wollen Sie die Wahrheit hören? Und? Was ist die Wahrheit? Sie hatten Angst, das Kind zu verlieren. Deshalb wurden Sie krank. Vielleicht. Als ich mein Kind verlor, hatte das Leben keinen Sinn mehr für mich. Dann kam ich hierher. Heidi hat mir wieder neuen Mut zum Leben gegeben. Ich danke Ihnen auch, dass Sie gekommen sind. Lieber Freund, ich hatte einen großen Wunsch. Wenn ich helfen kann. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Freude an dem Kind teilen. Heidi soll in alle Kindesrechte bei mir eintreten. Sie wird eine gesicherte Zukunft haben, wenn wir einmal abgehen müssen. Einverstanden? Na, Heidi? Großvater, bist du wieder gesund? Ja. Heidi! Peter! Er ist wieder gesund. Ich hab's doch gewusst, er kann's. Das ist für dich, Geißengeneral. Und morgen komme ich wieder mit auf die Weide.
Musik.